So, meine lieben Leute, ich werde jetzt einfach mal ganz spontan drauf losdesignen. Heute haben wir ein ganz cooles Modell und damit werde ich euch jetzt hypnotisieren. Einen Moment. Da musst du aber eine Epilepsie-Warnung vorher Oh, wer sitzt denn einlegen. hier neben mir oder steht neben mir und knistert hier die ganze Zeit rum mit meinen Modellen? Jetzt kriegst du noch eine Anzeige oder so. Ja, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Warte mal, ich glaube, es ist Schön, dass du da bist, Paul. Ja, das ist unsere erste Video-Session zu zweit. Finde ich sehr cool. Und ich werde jetzt heute dein Modell ein bisschen, ich nenne es einfach mal verschönern, okay? Kann man das verschönern nennen? Ja, also ist ja eh schon was älter. Ich weiß Okay, nicht, so okay. schön, obwohl doch. Für ihre Ja. Zeitphase ganz nett. Die war echt Eigentlich eigentlich ziemlich ist sie immer gut. noch okay. Auch wenn man hier manchmal so ein bisschen die Pixel zählen kann, aber das ist für den Anfang auf jeden Fall ein sehr cooles Modell gewesen. Und heute müssen wir natürlich eine ganz spezielle Lackierung draufbringen, die es natürlich reihenweise gab, nämlich Verkehrsrot. Denn wir wollen diese Lok natürlich nicht aufgeben, sondern sie in Zukunft bei uns fahren lassen. Und dazu muss die natürlich neu lackiert werden, damit die auch wieder frisch aussieht. Und das machen wir mit Hilfe von unserem Dosto. Damit wir schon mal die Farbe überhaupt kriegen und das DB-Zeichen und so weiter. Genau, das wird eine neue Regio-Lok, würde ich mal sagen, oder? Ja, wie ihr alle wisst, die V200 ist voll Epoche 6-fähig. Die hat Wendezugsteuerung und also vollkommen Epoche 6-fähig, die Lok auf jeden Fall. Kann man auch vom Ja, und Dosto ich so glaube, die sagen. hat auch Euro 6 Diesel drin, glaube ich, Ja, ne? ja. Okay, alles klar, dann können wir die auf jeden Fall benutzen. Warum hat man eigentlich damals den 634 aus Dortmund abgeschafft? Also, das habe ich mich auch gefragt. Der hat nur extrem gestunken, aber sonst ging es doch eigentlich. So, ich Sollte würde sowieso nur. alles durch Integrale ersetzt werden. Ja, ich würde sagen, eher Integrale sollten durch alles ersetzt werden. Zum Beispiel durch Dampfloks, aber nicht durch Integrale. So, ich würde sagen, diesen ganzen Text hier oben, den machen wir mal weg. Ne? Wir können auch den Stempel mal wegmachen, weil ich mag es, Quellen zu verfälschen. Und. Wir machen das später alles wieder hin. Nur mit einem vernünftigen Design, würde ich mal sagen. Vielleicht können wir uns das währenddessen mal nebenbei überlegen. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht. Nee, es geht. Es war perfekt. So. Verkehrsrot. Boah, wie das aussieht, wenn man von hier aus guckt. So, also wenn man ein bisschen rausgezoomt hat, dann verschwimmt das so ganz komisch. Als ich damals die Lackierung für die Lok gemacht habe, das ist auch sehr lustig, da wünsche ich dir gleich auch viel Spaß bei, da werde ich dann nicht mehr dabei stehen. Oh. Da musst du jedes, ach nee, musst du ja gar nicht, bei Paint.net hast du ja diese Ebenen, aber bei Paint musste man früher jedes Feld zwischen diesen Grilldingern einzeln ausführen. Ah, Moment, das muss man mal hier, glaube ich, auch, oder? Ich glaube schon, das wird eine lustige Arbeit. Oder das bleibt einfach weiß. Ah, ich glaube Ja. nicht. Mal gucken, wir gucken mal einfach, was wir daraus machen. So, erstmal holen wir uns jetzt V200 in hier. C-Farben wäre deutlich einfacher gewesen. Boah, ey, bring mich nicht auf blöde Ideen. Ich glaube, das können wir mal machen. Die Nee, wir haben. kann doch 200, oder? Die heißt doch V200 extra. Deswegen. Also nochmal als kleinen Disclaimer hier, Großteile der Informationen, die wir hier gerade liefern, sind falsch. Nein, nein, das ist alles richtig. Oh, die Datei ist irgendwie klein, kann das sein? Das hat sich gereimt. Ja, natürlich ist sie klein. Das sind ja auch nur gefühlt Weil drei Pixel Auflösung, die Lok. dieses Ding hier ist einfach in der Lok schon so groß. Ja, wir haben ja damals die Auflösung geupdatet. Ja, das stimmt. Deswegen sehen die Dostos auch zumindest von der Auflösung, nicht von der Qualität, besser aus als die V200. Ja. Ja, so. Ach, Moment, weißt du was? Wir können auch hier oben grau machen, oder? Ja, oben kommt er eigentlich, oben kommt Dieses eigentlich V fängt auch grau hier an, hin ne? und dann Das kommt geht doch. hier ein weißer Streifen und da ein weißer Streifen und dann ist unten wieder grau. Ja, okay, erstmal holen wir uns das Grau schon mal rüber. Wie wäre es mit dem Grau? Das ist doch immer das Regio-Grau, oder? Verkehrsrot, grau, nee, das ist nicht Verkehrsgrau. Verkehrsgrau, genau. So, das packen wir dahin. Nee, ich will es eins runterpacken. Ja? Ja. Ja, ich meine, ich werde das ja sowieso nur jetzt Ach pipettieren und so. dann alles anmalen. Machen wir mal die Toleranz gering. So, wenn dir irgendwas auffällt oder so, dann schrei mich an. Das ist Hey, man alles steuert grau, das auf ne? dem Mikrofon noch, das wollen die Schrei ganzen einfach komplett Zuhörer. rein hier. Du hast die Die Laste machen vergessen. wir auch noch schön, genau. So, wenn euch noch was auffällt, dann auch einfach ab in die Kommentare damit. Und bitte schreibt nicht, dass diese Lok nicht existieren könnte, weil das irgendwie unrealistisch sei oder so. Das ist einfach, das ist falsch, denn die ist realistisch, so wie sie ist. Also als 200 km/h schnelle Lok eignet sie Genauso wie sich. die X-Wagen, die nur vier Räder haben, oder die 143 mit Ach, vier Rädern. jetzt Das mach dich mal nicht lustig über meine, wie heißt das nochmal? Größenwahn-Loks und Wagen. Die sind der Hammer.
Also hier wolltest du grau haben, hier oben, ne? Ja. Macht sich auch ganz gut da oben. Sieht ein bisschen so aus wie die Bundesbahn-Variante. Das stimmt. Warum ist hier eigentlich so ein... Ist das hier so ein Chromstreifen gewesen? Das war ein Zierstreifen, ja. Okay, dann können wir den einfach ein bisschen weitermachen. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gab bei den Ozeanblaubeigen, weil ich halt auch keine Ahnung vom Vorbild habe, aber... Kannst du wegmachen. Wir machen den einfach dicker. Oh, warte mal. Das muss hier eins sein, genau. Hier machen wir... So. Dann machen wir den einfach ein bisschen dicker und dann passt das schon, ne? Ja. So. Zack. Und zack. Oh, da sieht die ein bisschen komisch aus. Wir wollen natürlich jedes Pixel richtig perfekt machen. Bis dahin. Oh, da ist noch was ein bisschen pink geblieben. So, bis hierhin. Und dann... Boah ja, ich glaube, mir gefällt die schon langsam. Machen wir so, das ein bisschen breiter ziehen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. So, und dann sind wir gleich da. Zack. Oh. Machen wir das so. Und dann können wir das hier so machen. Muss ich jetzt wirklich diese einzelnen Dinger hier auch noch farbig machen? Oder wird das... Also wenn du die nicht weiß lassen willst, dann musst du sie wohl farbig machen. War leider damals bei dem Grundmodell, fand ich auch sehr nervig tatsächlich. Deswegen gibt es sie auch nur in Altrot. Oh Mann. Kann ich das nicht irgendwie kopieren oder so? Gibt es da nicht irgendwie andere Ebenen? Das ist ja das, wo Paint.net so toll drin war. Ja, und zwar, wenn ich jetzt hier nicht weiß hätte, sondern transparent, dann könnte ich einfach eine Ebene dahinter legen, die halt dann rot ist oder grau. So wird uns leider nichts anderes übrig bleiben. Das ist im Übrigen ein Fenster. Das da, ne? Dieses komische Teil hier. Das musst du nicht machen. Ja, Gott sei Dank. Das ist ja auch nicht. Ja, das mache ich einfach grün. Okay. So. Das Dach muss natürlich noch grau werden. Das nehmen wir uns mal von da. Stell dir mal vor, du willst die Ozeanblau-beige Variante von dem Ding machen. Warte, ich werde gerufen. Okay, ich komme aber nicht ohne dich klar, also komm bitte schnell wieder. Okay. So. Ich mach schon mal so weiter, soweit. Wieder nach rechts drehen. Da ist es. Im Uhrzeigersinn, genau. Und dann machen wir schon mal hier vorne alles grau, was grau sein muss. Und dann machen wir da unten alles grau, was grau sein muss. Ich glaube, das ist ja ab da. So. Und so. Und so. Und so. Und ja. Genau. Und die Puffer machen wir ein bisschen dunkler, würde ich sagen, ne? Machen wir das mal so. Oh. Nein. Was passiert hier? Okay, wenn ich... Nein! Na, ich glaube. Ja, oder ich mache das einfach. Ich kann es auch so lassen. Dann hat die so einen leichten weißen Kringel da drum. Oder wir machen das einfach so mit den Formen hier. Zack. Bis dahin. Ein bisschen breiter hier. So.
dann hier, oder? Ach so, so passt es, glaube ich. So, und dann hier natürlich das Rot holen. Zack und zack. Und zack. Ja. Soweit sieht schon mal eigentlich ganz okay aus, nur wir müssen echt dieses V da wieder hinmachen. Sonst sieht es total komisch aus. Hier können wir schon mal das Pflaster hinsetzen. Das braucht man natürlich auch bei Verkehrsrot immer. Nur wie will man das jetzt hier machen? Einfach mit einem Zierstreifen? Hier ist ja das Ding im Weg. Ah! Weiß. Ich bin mal gespannt, wie es gleich aussieht. So, hoch und so. Und dann das hier kopieren und einfügen und umdrehen. Und dann packen wir das hier hin. Moment, das muss die gleiche Höhe haben. So. Und jetzt brauchen wir das DB-Zeichen. Das nehmen wir uns natürlich von hier. Kopieren. Das wird jetzt riesig groß sein. Das können wir einfach so lassen. Noch ein bisschen kleiner. Oh, warte mal, ich glaube, ich habe da den falschen Knopf gedrückt. Moment, mit Shift. Wie kacke sieht das denn aus? Noch ein bisschen kleiner. Ich würde sagen, so passt es. Wie verrückt die aussieht. Man könnte das Pflaster natürlich auch da oben zwischensetzen, zwischen diese Lüfter oder was das sein soll. Oh, hier fehlt noch was. So. Und dann könnte man, obwohl, ich glaube, ich lasse es so. Zack. Und jetzt machen wir von hier einmal so gerade rüber, damit wir da schon mal weiß haben. Und dann ziehen wir da meinetwegen auch das V runter. Bis hierhin. Ist gar nicht so leicht. Ich würde sagen so. Das muss ich mir jetzt mal kopieren und einfügen. Achso. Natürlich hier drauf einfügen. Und dann die Ebene einmal rüber spiegeln. So. Und dann holen wir uns das Graue hier auch noch von da.
Vielleicht so. So, okay. Moment mal, hier sieht das irgendwie ein bisschen kaputt aus. Alter, wie bescheuert sieht die aus? Ganz leicht bescheuert. So, okay. Und dann können wir hier noch die Zahl hinschreiben, also die Ordnungsnummer und die Baureihenbezeichnung natürlich. So. Die hieß natürlich 220. Ein bisschen kleiner. Und dann ist es meinetwegen die 22. Oder, ne, wie wär's? Heute ist der 13. Dann heißt die 13. So. Vielleicht noch ein bisschen kleiner schreiben. Vielleicht so. Ich glaube, so ist gut. Ja, die gefällt mir soweit ganz gut. Jetzt müssen wir nur auf der anderen Seite natürlich. Moment, habe ich die Ebene jetzt zusammengefügt? Ja. Einmal kurz drehen. Wir brauchen ja auch das DB-Zeichen natürlich. Ach so, nee, das ist verkehrt. Das war hier. Das kommt dann bestimmt hier hin. So. Obwohl, man kann es noch ein bisschen nach links verrutschen lassen, glaube ich. So. Und dann müssen wir noch mal hinschreiben, dass das ja die 220 ist. So, oh, das ist ein bisschen sehr weit, zu weit links. So, genau. Okay, Epoche 6 ist es jetzt nicht. Es wird Epoche 5. Ich glaube, die Zahl muss doch noch mal ein weiter nach rechts, oder? So. Ich denke mal, so passt es. Gut. Ja, ich würde sagen, es geht jetzt gleich ans Basteln. Oder sollen wir echt nochmal hier die einzelnen... Ja doch, das machen wir mal eben schnell. Ah, ich habe eine gute Idee. Hoffe ich zumindest, dass die Idee gut ist. Und zwar... Wir machen hier einmal kurz alles kaputt. Das ganze Gitter. Und dann holen wir uns diese Farbe, machen jetzt hier alles rot, Moment. Das ist, glaube ich, interessant. So war das doch schlau. Und jetzt nehmen wir uns hier dieses Gitter und ziehen das nach oben. Und dann ist es fertig. Boah, Gott sei Dank. Das wäre eine Riesenarbeit geworden. So. Ach so. Genau. Machen wir genau so, wie gerade auch.
So. Hier auch das gleiche. Alles in Grau machen. Und das kopieren wir uns jetzt hier einfach mal ganz frech rüber. Und einfügen. Jetzt muss ich hier genau gucken. Dieses Pixel ist genau das hier, hoffe ich. Dann nur nach oben. Fertig. Und das hier können wir nochmal so machen wie vorhin auch. Einmal alles verbinden. Zack. Einmal alles grau machen. Und wieder zu. Sehen die eigentlich auf beiden Seiten gleich aus, diese ganzen V200er? Es scheint mir nicht ganz so. Denn auf der anderen Seite ist dieses Fenster hier weg. Warte. Das mittlere Fenster ist nicht da. Doch, das ist ja da unten. Warte, und hier haben wir unten das Fenster und oben das Gitter. Hier haben wir auch unten das Fenster und oben das Gitter. Doch, sieht doch gleich aus. Okay. Gut, das heißt, wir können jetzt eigentlich einmal schnell kopieren und einfügen. So, kopieren und einfügen. Einmal umdrehen. Und jetzt müssen wir das hier passgenau einfügen. Jetzt hat der Pauli mich doch gerade einfach mal im Stich gelassen hier. Musste ich alles alleine zu Ende machen. Na gut, okay, der hat mir auch genug geholfen, indem er überhaupt das ganze Modell entworfen hat. Das hat er auch toll gemacht, muss man einfach sagen. So. Das müssen wir noch korrigieren hier. So, das ist jetzt auch fertig. Hier können wir es noch ein bisschen schöner machen. Gut. Und jetzt noch die Front auf der anderen Seite machen. Das können wir so. Und einfügen und einmal drehen. So, besser ist. Einen nach oben noch, glaube ich. Ich glaube, so ist es richtig. Und da fällt mir auf, dass hier unten noch was in Grau fehlt. Gut, dann ist die V200, glaube ich, soweit fertig. In Verkehrsrot. Fehlt noch irgendwas? Ich glaube, hier oben, das könnte man noch grau machen. Oh Mann. Ne, das wird jetzt viel zu lange dauern und ich glaube, beim Drucken sieht man das dann auch echt nicht mehr. Gut, okay. Dann können wir ja mal Folgendes machen. Wir kopieren uns die einmal rüber. Kopieren. Und einfügen. Und dann können wir hier einmal was ändern. So sehe die übrigens bei Railion aus. So. Und so. Ach, Paul kommt gleich wieder. Ich höre ihn.
So, Railion. Boah, da können wir uns mal ganz kurz was ausdrucken eigentlich. Aus dem Internet ziehen. Und zwar das Railion-Logo. Bist du bereit, den Unfall zu sehen? Erstmal schön eintrinken. Jetzt bist du bereit? Okay. Es sieht so aus. Moment. Gott bewahre. Also ja. Was mir noch fehlt für eine verkehrsrote Lok ist der weiße Zierstreifen unten. Und das Rot unten von dem Grau trennt. Das habe ich mich vorhin auch gefragt, ob ich das machen sollte. Aber irgendwie sah das für mich jetzt so seitlich. Ach, du hast es probiert. Ja gut, es sieht wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr wie eine V200 aus. Ja, sagen wir mal so, ich habe es nicht probiert so 1:1, sondern im Kopf habe ich es rumprobiert. Ich dachte mir so, das sieht eher aus wie, wie ein Triebwagen dann. Und Loks haben wir eigentlich grundsätzlich relativ wenig weiß, ne? Das ist ja nur so ein Zielstreifen, weil es eine coole V200 sein soll. Es gibt schon Loks, die haben viel weiß. Es gibt auch Loks, die sind ganz weiß. Ja, ich meine Verkehrsrote, dass die unten eigentlich, dass es eher so ein Triebwagen-Ding ist. Ja, guck mal, hier, die ist ja auch verkehrsrot, da ist ja auch kein weiß dran. Genau, genau. Lassen wir das erstmal so und hier ist noch die Railion-Variante. Ohne DB-Zeichen. Das muss dann natürlich die 14. sein oder sowas, also nicht die gleiche. Eine Kritik habe ich noch, und zwar, du hast an den schwarzen Löchern auf dem Dach hast du vergessen, den Ring darum so grau zu machen. Den Ring? Ach nee, das sind auch einzelne Pixel. Boah, was habe ich denn damals für eine Scheiße produziert? Also scheiße ist es nicht, wenn man mal sich so die Drehgestelle anguckt, ja, wo ich 6 Jahre dran gesessen hätte. Das ist auch ganz nett. Also, ja. Ich hätte da 6 Jahre dran gesessen und dann aufgegeben und alles verbrannt und den Computer aus dem Fenster geschmissen, wenn ich diese Drehgestelle gemacht hätte. Ich glaube, das Ding hat mich irgendwie 2 Stunden oder so gekostet, vor vielen, vielen Jahren. Also, wild. Schon ein ganz ulkiger. Ja. Okay, das Railion-Logo. Okay, gibt es kein vernünftiges Logo? Doch, bestimmt. Aber das muss doch rot sein. So ungefähr wie da. Aber wenn ich das nehme, dann sieht das gleich komplett wild aus. So höchstens. Nee, das braucht dieses Quadrat unten rechts, sonst ist es kein richtiges Railion. Das stimmt, aber warum gibt's das hier nicht als PNG oder so? Gesundheit. Danke. PNG mal vielleicht? Da, ja? Mal da, ach nee, nevermind, okay. Das hier? Umfärben nee, vielleicht? Nicht. Umfärben? Guck mal, dann nimm doch das von der 218 und ja, das. Das hier? Ja, mach da einen schöneren Hintergrund hin. Ja. Warte mal. Bild kopieren. Ich will ja gar nicht das ganze Bild haben. Ich will ja nur, keine Sorge. Ich will ja nur das eine hier ausschneiden. Das können wir wegschneiden. Die Rundung einfach mit drauf lassen. Na, ein bisschen verzogen ist es noch, aber ich glaube, das ist besser als nichts. Also. Oh, Moment. Ja, das stimmt. Es ist immer noch verzogen. So wie ich also. Spaß. Boah. Aber wenn du jetzt. Ja, okay. Wenn ich das jetzt klein ziehe, dann sieht man es gar nicht mehr so stark und es muss ja auch leicht unterschiedlicher Farbton sein, weil das ja meistens nachträglich aufgeklebt wurde. Ja, du kannst aber auch, also dafür habe ich, das war das Einzige, wofür ich Paint.net immer genutzt habe, weil sonst war Paint.net immer zu krass für mich. Mhm. Die Helligkeit runterstellen. Du kannst jetzt mit der Pipette von der V200 die Farbe nehmen. Ach so, genau, und damit dann die Toleranz runterstellen und dann damit das andere Rot ausfüllen. Genau. Oh, Moment. Man muss erstmal die natürlich kombinieren hier. Warte. Moment, Transparenz hoch. Transparenz hoch. So, das geht gleich. Na, das ist ja auch immer noch weg. Du musst ein bisschen höher stellen noch, glaube ich. Nee, also mehr. Hä? Na gut, ist okay. So, meinst du nicht? Na, aber das O muss in das der O, genau. Da sind noch so ein paar Dinge an der Seite, die müssten wohl. Nee, das sind Ausbesserungsflecken. Genau, genau, genau. Also ich könnte jetzt natürlich hier auch noch irgendwie so nachkorrigieren, aber eigentlich müsste man das sogar noch ein bisschen. Ey, genau, die Railion-Dinger, die waren doch immer abgeranzt, oder? Weil das war ja draufgeklebt nur und dann sahen die sogar noch so fleckig aus teilweise. Da hatten die so verschiedenartige Farben noch manchmal, ja, ne? Es fahren ja auch bis heute noch Sachen mit Railion-Beschriftung. Ich habe letztens noch ein paar Güterwagen damit gesehen. Na, wild. Wie lange die im Güterverkehr brauchen, um sowas wegzumachen, das ist echt unglaublich. Ja, das stimmt, weil die auch extrem viele Wagen haben und so. Also die. Ich hasse Güterverkehr. Ich finde die cool. Du kannst doch nicht sagen, das ist doch gemein. So, das ist jetzt auch an der richtigen Stelle.
Jetzt, genau, auf beiden Seiten auch das. Okay, genau, die... Die Lichter sehen noch gleich aus. Da müsste man vielleicht nochmal gucken, dass man irgendwie... Habe ich auch gedacht, aber ich habe es dann erstmal dabei gelassen. Aber man könnte die echt eigentlich noch ersetzen. Vielleicht sogar durch richtig fancy anseiende Lichter, weißt du? Wie lange sind wir eigentlich schon dran da jetzt gerade? Okay, 30 Minuten sind schon. Ja, das reicht aber eigentlich, oder? Ja, wir können auch einmal hier sagen, dass das die... Moment. Dass das natürlich nicht auch die 13. ist. Oder die halt danach existiert, dann können wir es so lassen. Dann ist das ja dieselbe. Davor, wenn dann. Ach ja. Aber ja. Dann behalten wir das einfach so bei. Dann ist es dieselbe. Ja. Nur, dass die danach halt umlackiert wurde und. Genau. Ja, dann schreiben wir hier oben noch drauf. Eigentlich müssen wir einen vernünftigen Briefkopf uns überlegen. Das machen wir einfach gleich. Ohne Video, oder? Den vernünftigen hast du ja gelöscht. Ja, das stimmt. Also ja gut, da stand ja hier noch ein riesen Text in Pixellicht, ne? Das ja, war auch nicht ganz vernünftig. Aber das war damals der Standard. Ja, das stimmt. Den habe ich da einfach raufkopiert. Was haben wir denn hier für einen? Ach ja, das ist ein Wagenbriefkopf, ne? Ja, den habe ich selber gemacht. Das ist nur, weil da kein normaler drauf gepasst hätte. Okay, dann machen wir einfach mal. Aber du kannst natürlich den Wagenbriefkopf nehmen. Der ist ja an sich okay. Ja, eigentlich schon. Ja, guck mal, da steht nämlich auch Flex-Event, wünscht euch viel Spaß beim Basteln. Und bei Form ist sogar schon der Stempel richtig. Genau, dann machen wir das so. Kopieren. Einfugeln. Auch das muss man auch richtig verkleinern hier. Sollen wir das so mittig hinklatschen? Erstmal würde ich... Mach doch die... kannst du den neue Ebene. Hintergrund transparent... Ach, egal. Machen wir neue Ebene, dann können wir nämlich hier das gleich wegradieren. Warte. Ich hätte mittig gemacht. Mittig? Hier? Ja. Ein bisschen kleiner vielleicht noch, oder? Ja, so. So. So ist gut. Perfekt. Und dann können wir nämlich jetzt hier das Ding wieder wegschneiden. Dann ist die Linie wieder da. So. Fahrzeug. Mal hinschreiben hier. Oh, Schriftgröße 9 wird keiner erkennen können. Fahrzeug. Und Repaint. Da muss ich jetzt einen eigenen Stempel nochmal machen. Hast du keinen? Ich habe meinen ganz früher irgendwann aufgegeben, leider. Ah, nee. Dann heiße ich jetzt einfach auch Paul. Na gut. Passiert. Ja. Namensänderung. Wie wär's, wenn ich bei mir einfach so ein dunkles Blau mache? Ich mag dunkelblau. Na gut. Oh, ein bisschen noch dunkler. Ich muss zuerst die Schrift wegmachen, glaube ich. Ja, mache ich gleich. Warte mal. Nehmen wir mal. Boah, ist schon schön so ein lila. Ja, also so ein richtig tiefes Blau meine ich so, weißt du, so ungefähr. Dass es schon fast lila-mäßig aussieht, das stimmt. Vielleicht. Boah. Na, das passt ja zu deinem Pulli gerade. Ja, eben, den habe ich ja gerade an, genau. Ja, dann würde ich das so machen. Ja, das ist jetzt ein Zeichen. Dann mache ich jetzt hier noch. Ein Zeichen. Genau. Und dann machen wir hier schön in weiß. In Bahnschrift natürlich. Und David. Schriftgröße. So, und dann mache ich hier drunter das Add Next Service 96. So. Okay. Oh, der Rand ist auch noch in der Farbe. Und das ist immer noch ein Dosto-Steuerwagen. So, da machen wir jetzt natürlich dann auch noch V200 Verkehrsrot und V200 Railion. Das müssen wir natürlich dann ein bisschen größer machen.
Podcast. Was haben wir heute? 13.06.24. Und dann nennen wir das 2331 für die Verkehrsroute und meinetwegen einfach ein bisschen später für die andere, weil die dürfen ja nicht die gleiche Nummer haben. Oder die, das war die und dann machen wir hier, das war vor 10 Minuten. Ja. Vielleicht 2-0 und dann 3-1. So. Gut. Kannst du bitte noch die Linien entfernen? Die finde ich auch ein bisschen störend. Ja? Ja. Können wir machen. Wie mache ich die am besten weg? Warte mal. Vielleicht. Ich würde mir die Fläche markieren. Oh, Moment, und einfach so ein weißes Ding durchziehen. Ah, wir können eigentlich, genau. Moment. Moment, hier drauf drücken. So. Mit einem Rechteck. Gut, dann ist das Modell, glaube ich, fertig. Dann können wir das ausdrucken. Hast du die gemacht. Du hast eine super Vorlage gegeben für einen beschissenen Lack, aber ja. Drucken wir mal aus und gucken wir mal nach, wie die sich so basteln lässt. Gut, dann heißt es hier schon mal Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin. Ich werde total verwirrt. Es ist auch schon 23.33 Uhr, wie man gerade unschwer erkannt hat. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Bis nächsten Freitag, hoffentlich zum D0 HC, sonst werde ich vom Paul hinterrücks erstochen. Nein, niemals. Nee. Warum sollte ich das tun? Ah, okay, ja gut. Aber dann von Lukas, weil der... Okay, Lukas, kommentier mal bitte, wenn du dich immer noch darüber ärgerst, dass der D0 nicht fertig geworden ist. Ist was im Übrigen meine Schuld? Ich hätte den ja schon vor einem halben Jahr fertig machen müssen. Ja, hätte Gartenschere. Ich glaube, das ist aber nicht... Wir machen hier nochmal... Ah, nein, das ist zu viel. Guck mal, leuchtend rote Lampen. Wenn ich das schon mal hier in der Hand habe... Bösen Dämonen besessen, Block. Ich hoffe nicht. Das wäre für mich ganz unpraktisch. Boah, jetzt sieht das so dämonisch aus. Wollte ich aber noch andere Farbe haben. So, warte mal. Was wolltest du sagen? Nichts. Doch, du wolltest gerade irgendwas sagen. Nee, ich wollte selber nicht mehr. So, weil das ist ja aus, ne? Das ist auch aus. Aus die Maus. Wir waren eigentlich schon bei der Verabschiedung. Ja. Passiert. Dann ist mir noch aufgefallen, dass ja die Lampignons noch an sind. Ach, die können wir dunkelrot lassen. Dunkelrot bleiben, ja. Genau, machen wir das so. Und dann machen wir hier schön grelles Weiß. Das ist ja schon an da oben. Genau, weil die Lok, die hat ja auch LED-Scheinwerfer. Also ja, genau, klar. Ist ja logisch. Da oben, den oberen musst du noch. Aber der ist noch nicht. Ist der nicht an? Okay. Es glowt jetzt ein bisschen. Glow in the dark. So. Gut, jetzt aber. Dann sag ich mal Gottes Segen an alle Zuschauer. Bis morgen. Ach nee, bis nächsten Freitag. Nächsten Freitag, genau. Guckt einfach bei Bunny mal zocken vorbei. Da kommt morgen wieder was. Und ja, dann nochmal vielen Dank an Paul für die mentale Unterstützung und für das Modell an sich. Und dass du daneben standst die ganze Zeit, weil mein Stuhl belegt ist von Flexi-Wind-Modellen. Ja, den Platz gebe ich doch gerne auch für die wunderschöne 152 und für die X-Wagen. Genau, und natürlich für die ganzen Modelle von Flavio, die neben mir liegen. Das stimmt, für die auch. Ja, gut, dann würde ich sagen, macht's mal gut und bis dahin, ich speichere das jetzt nochmal eben schnell ab, unter V200 Focus Road. Okay. So, und dann drucken wir das und das war's für heute. Ja, dann macht's mal gut. Seid gesegnet und tschüssi!